Servus, so, jetzt ist Sommerpause im Bundestag und auch die meisten Bundesländer haben Schulferien. Bei uns in Bayern beginnen die Schulferien am 1. August. Ich kann es sagen, weil ich habe noch schulpflichtige Kinder, also gut, die Große hat jetzt Abitur geschrieben, die Kleine kommt in die 10. Klasse nach den Sommerferien. In dem Sinn möchte ich euch alle super schöne Sommerferien wünschen, erholt euch. Genießt die letzten Tage wieder in Freiheit, weil der Clauterbach ist schon wieder voll unterwegs. Mal gucken, ob es dann wieder Schule zu Hause oder Lockdowns oder was gibt. Aber mit Sicherheit wird wieder irgendeine Maske oder so kommen. Aber ärgert euch nicht, kämpft an dagegen und genießt die freie Zeit. Das muss auch mal sein, jeder muss mal runterfahren, jeder muss mal runterkommen. Ja, wir im Bundestag. Für die, die es nicht wissen, wir sind ca. 24, 25 Wochen im Jahr in Berlin. Die andere Zeit sind wir im Wahlkreisbüro. Nur wenn keine Ferien sind, wenn keine Schulferien sind, sind wir auf alle Fälle hier in Berlin. Und die andere Zeit sind wir unten, also ein halbes Jahr in etwa hier und ein halbes Jahr im Wahlkreis zu Hause. Trifft jeden Abgeordneten gleich. Natürlich kann eine Sondersitzung sein oder wie auch immer. Es gibt in der Regel für das ganze Jahr einen Plan. Aber das Gute an dem Job ist, Bundestagsabgeordneter, dass man im Sommer immer frei hat. Und als Vater ist es natürlich schön, wenn man auch dann frei hat, wenn seine Kinder Schulferien haben. Und für mich ist es ja vermutlich das letzte Mal, dass beide Kinder gleichzeitig Schulferien haben, weil die Große mit der Schule fertig ist, also mit dem Abitur. Sie will zwar studieren, mal gucken. Und dann ist es so. Aber wie gesagt, allen schöne Ferien, schönen Urlaub. Genießt vielleicht den Urlaub zu Hause. Wir haben Ostsee, Nordsee, wir haben Bodensee, Chiemsee in Bayern natürlich. Wir haben in Bayern schöne Berge, wir haben schöne Flüsse. Wir haben die drei Flüsse, Stadt Passau zum Beispiel. Da kann man schöne Flussfahrten machen, kann man Schifffahrten machen, noch durch Österreich durch. Wir haben so schöne Gegenden zu Hause. Der Wirtschaft geht schlecht nach 2 Jahren Lockdown oder Corona oder wie auch immer. Vielleicht bleibt ihr zu Hause im Urlaub. Also ich wünsche euch was. Schöne Ferien, schönen Urlaub, bleibt aufrecht, bleibt standhaft. Inka Stefan.